Die Anunnaki leben auf dem Planeten Nibiru, der unser System umkreist. Sie sind eine uralte Rasse extrem entwickelter und mächtiger Wesen und können in den Augen der Menschen als Götter angesehen werden. Doch selbst die großen Anunnaki litten unter den schrecklichen Umweltbedingungen auf ihrem Planeten. In der Ozonschicht von Nibiru hatte sich ein großer Riss gebildet. Dieser Riss vergrößerte sich mit jedem Jahrzehnt, verstärkte die globale Erwärmung und zerstörte Pflanzen und Tiere. Die Anunnaki entdeckten, dass das Einbringen von Goldstaubpartikeln in die Atmosphäre die Ausdehnung des Risses verlangsamte und ihn sogar leicht umkehrte. Doch Nibiru war ein mineralarmer Planet und Gold war äußerst knapp. Der Mangel an Nahrungsmitteln führte schnell zu einer Revolte in der Bevölkerung. Gruppen von Rebellen forderten die Zentralregierung von Nibiru heraus und eine chaotische Welle war im Begriff, über jede Stadt des Planeten hinwegzufegen. Die Rebellen wurden von Alalu angeführt, der zwar zum Adelsgeschlecht von Nibiru gehörte, aber kein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hatte. Bei dem Versuch, einen Staatsstreich durchzuführen, griff Alalu den König von Nibiru an, tötete ihn und forderte den Thron für sich selbst. Es gab jedoch einen rechtmäßigen Erben, Prinz Anu. Es wurde ein öffentliches Duell veranstaltet, um den neuen Herrscher von Nibiru zu bestimmen. Anu und Alalu kämpften unbewaffnet und nach einem erbitterten Kampf wurde Anu zum neuen König von Nibiru gewählt. Alalu wurde für seine Taten verurteilt. Doch bevor das Urteil verkündet wurde, gelang es ihm, ein Schiff zu stehlen und von Nibiru zu fliehen. König Anu beschloss, dass die Verbannung für Alalu Strafe genug war und beschloss, sich für die Rettung seines Planeten einzusetzen. Anu erkannte, dass die einzige brauchbare Lösung darin bestand, das wertvolle Gold auf anderen Himmelskörpern zu finden. Viele Weltraumexpeditionen wurden zu den Planeten unternommen, die Nibiru am nächsten lagen. Doch die Ergebnisse waren ernüchternd, da es kaum Goldadern gab. Als die Hoffnung fast gegen Null ging, gelang ein gewaltiger Durchbruch. Auf dem drittnächsten Planeten zur Sonne wurde ein wahres Paradies gefunden. Der größte Teil des Planeten war mit Wasser bedeckt und große Teile des Landes beherbergten eine große Vielfalt an Tieren und Pflanzen. Was für die Anunnaki noch wichtiger war, es gab viele Erze, die darauf warteten, ausgebeutet zu werden, darunter auch wertvolles Gold. Zum Erstaunen des gesamten Königshofs von Nibiru war der im Exil lebende Alalu für diese Entdeckung verantwortlich. Aufgrund seines entscheidenden Beitrages wurde er für sein Verbrechen begnadigt. Die Anunnaki nannten den Planeten Ki, aber er wurde später als Planet Erde bekannt. Die Anunnaki wählten eine Region, die heute als Mesopotamien bekannt ist, um eine wunderbare Stadt namens Eridu zu errichten. Der älteste Sohn von König Anu, genannt Enki, war für die Metropole verantwortlich, während sein Vater weiterhin den Planeten Nibiru regierte. Nach 7 Tagen harter Arbeit schlossen die Anunnaki den Bau von Eridu ab. Sie begannen mit der Gewinnung von Gold, das sie in beträchtlichen Mengen sammelten und nach Nibiru schickten. Die Gewinnung des Goldes war ein mühsamer und schmerzhafter Prozess. Daher beschlossen die Anunnaki, auf die Zwangsarbeit einer außerirdischen Rasse namens Igigi zurückzugreifen, die lange zuvor in einer Schlacht besiegt und von den Anunnaki beherrscht worden war. Nach Hunderten von Jahren war der Planet Nibiru aufgrund der riesigen Mengen an Gold, die auf der Erde abgebaut wurden, praktisch wiederhergestellt. Doch die Igigi konnten das Leid in den Goldminen nicht länger ertragen und organisierten einen großen Aufstand. Ein großer Krieg zwischen den Anunnaki und den Igigi war unvermeidlich. Die Stadt Eridu wurde schwer beschädigt und viele Goldminen stürzten ein. Trotz ihres Mutes und ihrer Entschlossenheit waren die Igigi den Anunnaki an Stärke und Technologie nicht gewachsen. Sie wurden schnell überwältigt. Doch die Anunnaki erkannten, dass die Igigi bereits viel für den Wiederaufbau von Nibiru getan hatten und dass es nur zu neuen Rebellionen führen würde, wenn man sie zur Arbeit zwingen würde. Es musste eine neue Lösung gefunden werden.
die Anunnaki beschlossen, eine neue Rasse von Lebewesen zu schaffen, die fähig waren zu arbeiten und zu lernen, aber den Igigi an Stärke und Größe unterlegen waren. Zu diesem Zweck benutzten die Anunnaki die Gebärmutter eines weiblichen Primaten, der die Wälder bewohnte, und befruchteten sie mit Hilfe fortschrittlicher Technologie mit der Essenz der Anunnaki. Doch das Ergebnis war grotesk. Es entstanden furchterregende Ungeheuer wie Zyklopen, Gorgonen und zweiköpfige Giganten. Die Methode der Zeugung war gescheitert. Die andere Alternative bestand darin, die Essenz eines männlichen Primaten zu verwenden und ihn nach Veränderung seiner DNA in die Gebärmutter einer Anunnaki-Frau zu befruchten. Nach einigen Monaten des Wartens wurde das erste Baby geboren, dem man den Namen Adamu gab. Seine Haut war gebräunt und hatte einen rötlichen Farbton. Obwohl er viel kleiner war als die Anunnaki-Babys, war Adamu genau wie seine Schöpfer. Es war die Geburt des ersten menschlichen Wesens. Die Anunnaki zeugten auch eine Frau namens Heva, um die Voraussetzungen für die menschliche Fortpflanzung zu schaffen. Jahrhunderte nach der Geburt von Adamu und Heva bildeten die Menschen eine ansehnliche Bevölkerung in der Stadt Eridu. Die Anunnaki waren mit der Entwicklung der Menschen zufrieden, die bald in der Lage waren, Gold abzubauen, Häuser zu bauen und sogar Getreide anzubauen und zu ernten. Als Belohnung für ihre Bemühungen durften die Menschen den Edin besuchen, einen von den Anunnaki angelegten heiligen Garten. Die Schönheit der menschlichen Frauen begann einige Anunnaki anzuziehen, aber die Beziehung zwischen den beiden Rassen war streng verboten. Doch Enki selbst, der König der Stadt Eridu, verliebte sich schließlich in eine Menschenfrau. Aus dieser Beziehung ging der junge Adapa hervor. Er wurde ein sehr begabter und weiser Mann, denn er war der direkte Sohn eines edlen Anunnaki. Adapa hatte auch ein längeres Leben als die meisten Menschen, aber er war nicht unsterblich. Adapa heiratete eine Frau namens Atiti und sie brachten eine neue Linie von Menschen zur Welt, die intelligenter waren als die vorherige Generation. Aber Adapas Kinder erbten auch die Goldgier und das Machtstreben der Anunnaki. Dies führte zu einem gewalttätigen Verhalten der Menschen. Adapas zwei älteste Söhne, die Kain und Abel hießen, waren die engsten Diener der Anunnaki und wetteiferten miteinander, wem ihre Herren am meisten gefallen konnten. Kain war es leid, hinter seinem Bruder Abel zu stehen und wartete, bis sie allein waren. Mit einer Holzkeule tötete er seinen Bruder. Nie zuvor hatte ein Mensch einen anderen getötet, was für die Anunnaki eine Überraschung war. Zur Strafe wurde Kain mit einem Symbol auf der Stirn gezeichnet, das ihn als Mörder auswies, und er wurde aus Eridu verbannt. Er war dazu verdammt, für immer in der Welt zu leben, ohne jemals Frieden für seine Seele zu finden. Später gab es weitere ähnliche Fälle. Entgegen den Anweisungen der Anunnaki begannen die Menschen, sich übermäßig zu vermehren. Eridu war bald nicht mehr in der Lage, so viele Menschen zu beherbergen, und die Nahrungsquellen in Edins Garten wurden knapp. Als der Planet Nibiru zurückgewonnen wurde, war der Abbau von Gold in großen Mengen nicht mehr notwendig. Die Anunnaki beschlossen, die Menschen aus ihrer heiligen Stadt und ihrem Garten zu vertreiben und sie dazu zu verdammen, in den Feldern und Wäldern zu leben.